So, liebe Leute, ich habe gerade bei meinem Schwenk bewusst das Haus ausgelassen, da ich ja nichts spoilern möchte. 5 Monate sind es tatsächlich her. Da sagt man, 5 Monate ist es her. Nee, 5 Monate ist es her. Ich verlerne schon die deutsche Sprache, unglaublich. Seit dem letzten Video hier über das Haus. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, das ist tatsächlich aus November und das Schlafzimmer war noch nicht mal fertig zu dem Zeitpunkt. Und ja, jetzt haben wir Mitte, Ende Mai des nächsten Jahres, also es ist, streng genommen sind es jetzt sogar schon ein halbes Jahr, 6 Monate wären es jetzt bald. Das sind gleich 5 Monate, es sind tatsächlich 6 Monate, ein halbes Jahr ist es her seit dem letzten Update. Wir haben in der Zeit so viel am Haus durchgezogen, unter Hochdruck, dass ich nicht im entferntesten angedacht habe, irgendein Video darüber zu machen. Zeitlich, nervlich, von den Kapazitäten und der Energie her war es einfach nicht drin. Deswegen, aber jetzt geht es wieder los und ich kann euch jetzt auch schon direkt sagen, ich hoffe, es funktioniert so, wie ich es mir denke, aber ich möchte jetzt nach dem Video auch anfangen mit den regelmäßigen Videologs hier aus Schweden. Mit, im Prinzip Videotagebücher, wenn man so möchte. Ich möchte ab jetzt, so gut es geht, überall die Kamera mit hinnehmen und hier regelmäßige Videos aus Schweden, von unserem Leben in Schweden aufnehmen und rausbringen. Nicht mehr nur alles ums Haus und Bauen und so weiter, sondern wirklich die Kamera ab jetzt hier überall mit hinnehmen und euch das Leben in Schweden zeigen. Das war ja ursprünglich sogar mal geplant, sobald das mit dem Haus fertig ist. Das Haus ist noch nicht fertig, Spoiler-Alarm. Aber wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir so weit sind, dass ich sage, okay, pass auf, einfach mal anfangen, einfach mal machen. Das Problem ist, ich bin so ein Mensch, der muss immer erst ein Projekt abschließen, bevor ein neues anfängt. Und dadurch geht mir sehr viel im Leben flöten, sage ich mal. Es hat sehr, sehr viele Vorteile natürlich auch, aber es sind auch, es hat auch definitiv Nachteile, wie zum Beispiel, man will erst das Haus fertig haben, bevor man mit den Videos startet. Ja, und jetzt zieht sich das seit 1,5 Jahren und man startet immer noch nicht mit den Videos. Man hätte inzwischen schon übelst viel machen und zeigen können. Deswegen, manchmal im Leben muss man einfach machen, ohne viel nachzudenken, einfach machen. Das ist mein neuestes Motto. Nicht ständig alles 1000-mal überdenken, sondern jetzt einfach mal machen, jetzt einfach mal starten. Genau. Es gibt so eine schöne Lebensweisheit, so ein schönes Bild, was ich immer sehe mit Sprüchen und so im Internet. Und da stand, habe ich vor kurzer Zeit gesehen, eine Lebensweisheit: Der richtige Moment ist jetzt. Weil man denkt immer so, mit der Kinderplanung wartet man noch, bis man dies fertig hat. Mit dem wartet man noch das. Ich warte jetzt noch, bis ich meine Ausbildung fertig habe und dann und da, bla 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 bla. Und erst dann und dann und dann mache ich. Diese Pläne gehen meistens nicht auf. Das ist immer schön und gut in der Theorie. In der Praxis kommt es eh immer alles anders. Erstens kommt immer alles anders und zweitens, als man denkt. Und deswegen, das ist ein richtig schönes, deepes Zitat. Der richtige Moment ist jetzt. Egal für was, jetzt ist der richtige Moment. Deswegen werde ich jetzt auch mit diesen Videos starten. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Wobei eigentlich lange Rede, langer Sinn, wenn man so will. Jetzt habe ich wieder viel geplappert. Jetzt soll es aber erstmal in diesem Video nur ums Haus gehen. So. Das ist der aktuelle Stand. Ihr seht schon, im Vergleich zum letzten Video, natürlich das größte Upgrade ist hier im Schlafzimmer. Unsere Fensterfront, die hatte ich, glaube ich, schon letztes Jahr im... Ich glaube, Mitte Dezember hatte ich die fertig, also wirklich im höchsten Winter bei Schneefall musste ich diese Fenster einbauen. Das war, nicht schön. Allein schon der Transport der Fenster. Die Fenster wurden mit einem LKW bis in unsere Einfahrt geliefert bei Glatteis. Und dann musste ich die irgendwie dorthin bekommen. Ein so ein Fenster wiegt weit über 100 Kilo. Die sind 1 Meter breit und 2,20 Meter hoch. Dreifach verglast, PVC und so weiter und das war ein Riesenakt, aber ich will jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, sonst wird das Video hier 2 Stunden gehen. Auf jeden Fall, unsere Fensterfront ist fertig, das Schlafzimmer ist auch von innen fertig, das zeige ich euch natürlich dann gleich noch. Darunter ist gerade ein bisschen unser Holzgerumpel, nenne ich es mal, das einfach ignorieren. Eventuell verkleide ich das noch oder auf lange Sicht wird das Holz da ja sowieso wegkommen, sobald wir einen Schuppen haben. Sieht jetzt gerade noch ein bisschen blöd aus, aber
egal. Das Einzige, was noch fehlt, worauf ich im Winter dann keinen Bock mehr hatte, war, ich muss das Dach hier oben noch kürzen und eine Dachrinne mit Rohr nach unten installieren. Das ist aber auch nur eine Sache von 3-4 Stunden und dann ist das auch fertig. Das werde ich, denke ich mal, jetzt in den nächsten Wochen meinen Anlauf nehmen. Beziehungsweise wir haben hier gerade eine riesige Dürre- und Sonnenphase, ihr seht es schon. Wir haben hier aktuell 16 Stunden Sonne in Schweden. Seit 2 Wochen regnet es nicht mehr. Für die nächsten 2 Wochen ist auch kein Regen geplant. Hier in der Sonne hält man es fast nicht aus. Ich kriege hier gerade schon wieder fast einen Sonnenstich. Das ist unglaublich. Mega krankes Wetter gerade. Deswegen ist das hier sowieso gerade nicht so wichtig, dass ich diese Regenrinne da installiere. So, aber ich muss aufpassen, dass ich nicht zu sehr abschweife. Ein Projekt, was ich zuletzt abgeschlossen habe, ist diese Terrasse hier. Die ist 3,60 Meter mal 4,80 Meter. Haben uns dann auch erstmal jetzt provisorisch diese 2 Sonnenstühle hier geholt, damit wir mal irgendwas zum Sitzen haben. Und ich kann euch nur sagen, es war mir halt wichtig, diese Terrasse zu bauen, fertig zu haben, bevor ich das Wohnzimmer fertig mache. Weil man einfach diesen Garten vorher überhaupt nicht richtig nutzen konnte. Wir hatten hier ja nur Grünfläche vorher. Und sobald man das Haus verlassen hat, stand man irgendwie im Garten und wusste jetzt auch nicht so wirklich, was soll man jetzt hier machen. Man kann hier eigentlich nur jetzt stehen und die Natur genießen, aber das machst du halt auch nur, keine Ahnung, 10 Minuten und dann hast du keinen Bock mehr rumzustehen. Deswegen ist diese Terrasse hier ein super wichtiger Dreh- und Angelpunkt, den wir jetzt aktuell haben im Garten. Weil sobald du draußen bist, findet das ganze Leben eigentlich auf dieser Terrasse statt, wenn man so will. Da isst man, da trinkt man, mein Sohn planscht da im Becken rum. Und es kommt noch ein Abdach rüber, aber das mache ich erst nach dem Wohnzimmer. Das Abdach war mir jetzt erstmal nicht so wichtig. Wichtig ist erstmal, dass wir hier einen Punkt im Garten haben, auf dem wir halt Zeit verbringen können. Ich hatte erst geplant, die ein bisschen länger und breiter zu machen, aber man ist halt daran gegeißelt, was der Baumarkt für Maße aktuell hat an Brettern. Und wir wollten die eigentlich 6 Meter mal 6 Meter machen, aber da hätte ich super viel Verschnitt gehabt und die wäre am Ende doppelt so teuer geworden. Deswegen habe ich das auf 4,80 Meter mal 3,60 Meter beschränkt. Allein diese 4,80 Meter Bretter zu transportieren war die reinste Katastrophe. Wir haben ja nur einen 2 Meter langen Anhänger. Das heißt, die scheiß Bretter haben 2,80 Meter hinten rausgeguckt. Oh, jetzt werde ich von der Vespa angefallen. Das war sehr, sehr unangenehm, die Fahrten damit, aber gut, am Ende hat man es geschafft und die Terrasse ist fertig. Das Fundament der Terrasse habe ich aus feuerverzinkten Stahldrehfundamenten gemacht. Für die Leute, die nicht wissen, was das ist im Prinzip wie eine riesige Schraube, die in den Boden dreht. Die ist 90 cm lang. Unten ist ein riesiges Gewinde mit einem Durchmesser von ungefähr 10 cm, wie eine Schraube. Und nach oben kommt dann ein Stahlstab und dann ist oben so wie so ein U-Profil, wo man den Balken reinlegen kann und den von beiden Seiten festbohrt. Von denen habe ich mir 15 Stück gekauft, hat, glaube ich, über 200 Euro gekostet. Das war es mir aber wert. Und dann habe ich für jeden Balken, der hier lang geht, 3-mal so ein Drehfundament in den Boden gedreht. Das war ein Riesenakt, denn dieser Boden besteht hier zu 90% aus Steinen und nur zu 10% aus Erde, kann man so sagen. Das heißt, ich habe mein Maniereisen genommen und den mit dem Vorschlaghammer in den Boden gerammt, um zu gucken, ob ich da überhaupt in den Boden komme. Und falls ja, habe ich dann da das Drehfundament reingedreht. Das war ein Riesenakt. Dann habe ich 5 Balken, 3,60 Meter genommen, dann die 4,80 Meter Hölzer raufgelegt, zwischen den Balken nochmal dünne Latten, aber quasi schwebende Latten von unten einfach nur an die Hölzer rangebohrt, damit die alle nochmal miteinander verbunden sind, ohne Kontakt zum Boden. Ja, und dann halt von hier, von den beiden Seiten verkleidet. Geplant waren, glaube ich, weiß ich gar nicht, 2 Tage hatte ich, glaube ich, eingeplant dafür. Am Ende wurden es, glaube ich, 5 bis 6 Tage. Dann war die Terrasse fertig. Kostenpunkt am Ende, ich habe es gar nicht hochgerechnet, ich glaube ungefähr 500 Euro. Also sehr, 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 sehr günstig, wenn man halt nur die Materialkosten hat. Dann habe ich da in der Ecke noch eine Außensteckdose installiert. Das war zum Glück sehr bequem.
Denn genau auf der anderen Seite der Steckdose innen ist auch eine Steckdose mit demselben Stromkreis, der auch woanders im Haus nach außen führt noch. Und da musste ich nur durch die Wand bohren, das Stromkabel durchziehen und konnte hier direkt eine Außensteckdose installieren. Also auch sehr cool. Und ja, wie gesagt, hier kommt noch ein Abdach drüber und wir werden die auch noch schwarz lackieren, die Terrasse. Die bleibt nicht so, die soll schwarz werden. Und gut, erstmal so viel dazu. Das ist unsere Glasfront. Dahinter steht unser Bett. Das heißt, wir haben immer einen Blick in den Wald vom Schlafen. Das war ja ein ganz großer Traum von mir, der sich jetzt hier verwirklicht hat. Und das ist natürlich ultra geil, wenn man da im Bett liegt. Auch jetzt abends. Also wir haben halt ungefähr diesen Blick hier in den Wald, wenn man so will. Und abends geht jetzt, oder nachts geht hier jetzt immer der Vollmond lang aktuell. Und dann liegst du im Bett und siehst den Vollmond durch die Bäume strahlen. Und der ganze Garten ist dann quasi so in diesem Mondlicht. Und dann liegt man da im Bett. Das ist halt schon sehr, sehr geil auf jeden Fall. Hier habe ich einen gefällten Baumstumpf entfernt. Der war ungefähr, würde ich schätzen, ungefähr einen Meter hoch. Den habe ich dann unten abgekattet. Und um jetzt den Reststumpf aus dem Boden zu bekommen, habe ich ein Loch gebohrt und habe jetzt gestern Abend angefangen, da drin mit Spiritus den von innen einfach wegzubrennen. Das habe ich im Internet gesehen, wie andere das gemacht haben. Bisher funktioniert das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Das Loch wird halt immer größer und größer und größer und am Ende ist das Ding einfach weggebrannt. Mache ich aber aktuell immer nur abends und mache drumherum alles nass und halte das sehr, sehr, sehr in Grenzen, dass hier auf keinen Fall irgendwie ein Brand entstehen kann oder sowas. Hier hinten ist so ein bisschen, ja, kann man sagen, sieht aus wie unser Flüchtlingscamp aktuell. Hier hinten, das ist so die, ja, die dunkle Ecke unseres Gartens. Problem ist halt, das ganze Werkzeug musste aus dem Haus raus, weil wir halt die Räume aktuell renovieren. Und deswegen musste ich ein Zelt aufschlagen. In dem Zelt ist mein Werkzeug. Darunter liegt mein Werkzeug und hier drunter liegt mein Werkzeug aktuell. Und hier habe ich so ein bisschen wie so eine Workstation. Da habe ich eine Werkbank und dahinter ist meine Kappgärungssäge. Ja, ich habe heute den Schuppen geplant. Sobald der Schuppen gebaut ist, kommt das hier halt alles weg. Hier ist unsere zweite Wärmeluftpumpe fürs Haus. Wir haben halt eine im Wohnzimmer und eine im Schlafzimmer. Und das ist die fürs Schlafzimmer und die habe ich halt auch mitten im Winter installiert. Deswegen habe ich die erstmal ganz provisorisch auf so ein Holzgestell gebaut, damit die jetzt erstmal funktioniert. Ich werde jetzt im Laufe des Sommers unten den Boden 10 cm ausheben, einen Betonsockel gießen, dann Stahlträger, also so Stahlprofile auf den Beton bohren und dann hier vier Holzbalken hochziehen und die dann darauf stellen. Das ist so der Plan dann. Aber das ist jetzt erstmal nicht wichtig. Hier ist unsere Starlink-Antenne. Das habe ich auch. Hier ist übrigens so ein Drehfundament, womit ich auch unsere Terrasse gemacht habe. So sieht das dann überirdisch aus. Und das sind, glaube ich, 2x4,20 Meter Balken. Also unsere Starlink-Antenne ist aktuell in 8 Metern Höhe. Da hängt die jetzt, glaube ich, auch schon seit einem halben, dreiviertel Jahr und das funktioniert sehr, sehr gut. Wir haben gar keine Internetprobleme mehr. Ansonsten ist hier das Haus halt noch überhaupt nicht weitergemacht. Das hier ist ja quasi der Anbau. Jetzt wäre ich hier schwer von irgendwas angeflogen. Das ist ja quasi der Anbau. Oh Mann, ey. Und das hier, dahinter ist ja mein Büro. Und hier stand halt bis vor einem Monat, stand hier noch mein ganzes Werkzeug mit einem Abdach. Das Abdach haben wir da, das habe ich abgebaut. Und deswegen konnten wir das damals nicht streichen. Das heißt, so sah ja das Haus ursprünglich mal aus. Und das muss jetzt noch irgendwann mal gestrichen werden, aber erst, wenn wir mit dem Wohnzimmer durch sind. Hier beim Kaninchenstall hat sich nicht viel geändert, außer dass wir Efeu gepflanzt haben. Und das soll jetzt halt zuwuchern damit. So, wir sind jetzt drin und ich muss jetzt hier erstmal mit dem Schlafzimmer anfangen, denn dort geht es ins Wohnzimmer und ihr hört es wahrscheinlich schon. Mit zwei Kindern, Frau und so weiter ist ein bisschen schwer, jetzt hier drin Videos aufzunehmen, deswegen muss man das jetzt hier ein bisschen provisorisch machen. Ja, das ist jetzt auf jeden Fall das fertige Schlafzimmer. Ist natürlich noch nicht ganz fertig, der Kleiderständer, da kommt noch weg, da hinten stehen noch die Fernseher und
Hinter mir ist noch alles vollgerumpelt mit Kartons und so weiter, die jetzt alle aus dem Wohnzimmer raus mussten, weil wir jetzt erstmal das Wohnzimmer renovieren. Da oben ist die Wärmeluftpumpe, das ist ja zentrale Heizelement hier in diesem Raum, und mein Büro wird dadurch auch gleichzeitig noch mitgeheizt, weil da meistens die Tür offen ist. Da ist zum Beispiel noch die Tür, also hier war ja mal alles draußen. Hier, wo ich gerade stehe, war eigentlich mal die Terrasse. Und da war eine Tür nach draußen, die haben wir jetzt ausgebaut, die steht jetzt da, die werde ich später im Schuppen verwenden. Dafür haben wir jetzt hier die Terrassentür und hier geht es jetzt quasi nach draußen. So, wir haben hier ungefähr, was würde ich sagen, 3,20 Meter hohe Decken und da vorne ungefähr 2,50 Meter, also ich habe ja auch ein Flachdach gemacht mit ungefähr, ich weiß gar nicht wie viel Grad Neigung, müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Hier ist eine freistehende Wand mitten im Raum, weil auf der einen Seite quasi der Arbeitsplatz von meiner Frau ist und auf der anderen Seite ist dann unser Bett. Das ist alles selber gebaut hier, alles von mir selber konzipiert, Bretter selber gebaut, selber gestrichen, hier diese Akustikpaneele aus dem Bauhaus geholt. Dahinter ist eine USB-Platte und alle Kabel, alles mit Strom und so weiter, verläuft in dieser Wand dahinter, weil ich nirgendwo mehr ein Kabel sehen wollte. Hier drunter habe ich noch eine Steckdose installiert. Und hier haben wir zum Beispiel, oben kommen hier Ladekabel raus. Die gehen zu einer Steckdose, die quasi in dieser Zwischenwand ist. Die erreicht man denn nur, wenn man von da unten quasi da so ein bisschen reinkriecht. Ja, das war ein ganz schöner Aufwand, diese Wand hier zu bauen. Das hat bestimmt auch 4-5 Tage gedauert, bis die so fertig stand, allein schon mit dir. Das ist ja wirklich Millimeterarbeit gewesen, dass das alles so passt. Und auch teilweise, während man das gemacht hat, erst einem klar wurde, okay, da muss jetzt noch dieses Brett hin, da muss jetzt noch jenes Brett hin und so weiter. Deswegen hat das alles ziemlich lange gedauert. Da oben haben wir eine Deckenlampe, die hatte meine Frau, glaube ich, schon in ihrer ersten Wohnung. Dann hatten wir die in unserer zweiten Wohnung und die haben wir ein bisschen mit hierher genommen. Die wollte sie unbedingt hier auch haben. Da musste ich die Metallkette noch ein bisschen kürzen, denn da oben, wir haben ja nur Rigipsplatten als Decke, da musste ich da mit Hohlraum dübeln arbeiten, aber hat alles sehr, sehr gut funktioniert. Ansonsten alles mit Stuckleisten ausgedingst. Da oben haben wir noch einen Lüftungsschacht, der nach draußen geht als passive Belüftung. Und ja, wir haben hier eine Tür, die geht in mein Büro. Eine Tür, die geht ins Wohnzimmer und die Tür geht raus. Laminat habe ich noch verlegt. Und dann, ja, Wände bestehen alle aus Rigips. Alle verspachtelt, geschliffen, gestrichen. Riesen Arbeit, kann ich euch nur sagen. Allein schon an der Decke. Die Decke besteht auch nur aus Rigipsplatten, die verspachtelt und gestrichen sind. Dann haben wir 3, 6, 9, 12 Deckenstrahler und diese Lampe. Und dann habe ich hier alle Lichtschalter im Haus sind ja hier mit Touch. Und dann habe ich einen Dreier-Touch-Schalter genommen, dass man zum Beispiel hier beim ersten Touch sind nur die ersten 6 Strahler an. Beim zweiten Touch gehen dann noch die anderen 3 an und beim dritten Touch geht dann diese Lampe hier an. Ich kann euch das jetzt nochmal kurz zeigen. Zack, zack, zack. So. Also, erster Touch. Die ersten 6. Zweiter Touch, die 6. Kann ich auch wieder ausmachen. Zack, zack. Und beim dritten Touch geht diese Lampe an. Musste ich also 3 Stromkabel verlegen dafür. Und ja. Hier kommt in der Mitte des Raumes ein Strom aus dem Boden, weil diese Wand ist ja freistehend. Das heißt, ich musste aus der Wand runter in den Boden ein Stromkabel hier verlegen, was hier wieder hochkommt. Dann werde ich wahrscheinlich hier noch ein Loch bohren und dann wird hier noch eine Nachttischlampe hochkommen und auf der anderen Seite auch. Vielleicht so eine, die man sich so runterbiegen kann, und dann hat man hier auch noch Licht. Und dann mache ich hier noch jeweils einen Lichtschalter auf jede Seite. Das Stromkabel dafür habe ich schon gelegt. Was noch nicht gemacht wurde, sind die Steckdosen. Eine Steckdose habe ich schon verlegt. Wir haben hier auch 2 Stromkreise in dem Zimmer.
diese Steckdose habe ich schon gemacht. Hier kommt eine Einer hin. Und auf der anderen Seite kommt auch jeweils eine Einer hin. Und dann haben wir auf jeder Seite drei Zweier-Steckdosen. Und da an der Wand habe ich nochmal eine Zweier-Steckdose. Das hat den Grund, also hier zum Beispiel Zweier, Zweier. Hier kommt keine dritte Zweier hin, weil hier ja noch ein Kamin hinkommen soll in die Ecke. Hier ist übrigens, ach so, kann ich euch mal zeigen, hier ist übrigens der Blick nach draußen vom Bett. Also wenn man quasi im Bett liegt, dann hat man, ja, diesen Blick hier nach draußen. Sieht man jetzt gerade ein bisschen schwierig, weil es so hell ist. Bin auch am Überlegen, ob wir da noch so ein, zwei Büsche und Bäumchen hier, die im Vordergrund stehen, wegmachen, damit wir halt wirklich den direkten Blick in den tiefen Wald haben. Müssen wir mal sehen. Fenster sind gerade noch nicht geputzt, ist halt wirklich alles hier noch Baustelle, ist halt noch nicht gefinisht so. Auf jeden Fall haben wir hier halt auf jeder Seite eine Steckdose auf dieser Höhe, weil hier zwei Heizkörper hinkommen sollen. Auf jeder Seite einer, dass wenn die Wärmeluftpumpe mal ausfällt, wir immer noch Heizkörper haben. Ich denke da wahrscheinlich an 2x600 Watt oder 2x800 Watt. Das heißt, wenn die laufen unter voller Last, sind es dann ungefähr 1600, 1200 bis 1600 Watt. Und deswegen habe ich für die einen eigenen Stromkreislauf genommen, also eine eigene Leitung mit einer eigenen Sicherung. Und die anderen 6 oder 7 Steckdosen im Raum sind dann auch wieder eine eigene Leitung mit einer eigenen Sicherung. Das heißt, ja, Steckdosen müssen auch rangebaut werden. Die sind auch schon da, die haben wir schon bestellt. Die stehen nämlich hier. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen, die einzubauen, weil aktuell immer so gutes Wetter ist und dann man eher halt Sachen draußen macht. Aber ich denke mal, die Tage werde ich die auch dann anbauen. Sind halt alle in derselben Optik. Wir haben hier immer alles mit dieser schwarzen Glasoptik und mit Touch. Beziehungsweise, ja, da ist natürlich nichts mit Touch bei den Steckdosen. Das ist einfach nur eine schwarze Glasfront. So ein bisschen wie diese hier. Und hier habe ich meiner Frau halt extra noch eine Steckdose eingebaut, die auch noch 2 USB- und 2 USB-C Anschlüsse haben. So dass man halt nicht immer diese fetten Adapter braucht, sondern das Kabel kann man halt hier direkt reinstecken und dann halt 2 normale Steckdosen. Ja, also Büro muss ich euch nicht zeigen. Büro ist der schlimmste Raum von allen aktuell. Büro kommt halt als allerletztes, weil ich mich halt ganz hinten anstelle, was das angeht. So, das ist jetzt aktuell einfach nur Abstellraum und Arbeitsraum für mich. Ja, ansonsten war es das jetzt eigentlich größtenteils mit dem Schlafzimmer. War halt super, also hat ein halbes Jahr gedauert. Es hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert von Grundgerüst bauen, bis wir hier wirklich drin schlafen konnten. 6 Monate Arbeitszeit, alles komplett alleine gemacht. Holzkonstruktion, Dach gedeckt habe ich, Boden unter Konstruktion gemacht. Ich habe Fundamente gegossen, die Fenster habe ich alleine eingebaut. Die Tür hier habe ich allein eingebaut. Die Tür und die Tür musste ich rausreißen, die Balken nach oben versetzen und dann neue Türen einbauen. Auch perfekt auf Maß und in Lot und so weiter, dass die perfekt zugehen. Alle Stromkabel selber verlegt, die Decken, Leuchten selber eingebaut, dafür die Stromkabel verlegt. Alle Rigipsplatten verbaut, gespachtelt, geschliffen, nochmal gespachtelt, nochmal geschliffen und gestrichen. Alle Acrylfugen gezogen und zum Schluss dann noch das komplette Laminat verlegt, wo wirklich auch ein paar Schnitte dabei waren, die sehr kompliziert um die Ecke und so weiter waren. Ja, und dann zum Schluss halt noch diese alleinstehende Wand hochgezogen. So, halbes Jahr Arbeit und unser Schlafzimmer ist jetzt soweit erstmal durch. Kleiderständer kommt da noch weg. Da an die Wand kommen Kleiderstangen, wo die Sachen dann hängen. Dort noch kommt noch eine Kommode hin und die Fernseher kommen sowieso raus, weil ein Fernseher kommt ins Wohnzimmer und der andere wissen wir noch nicht. Wir wollen hier im Schlafzimmer höchstwahrscheinlich keinen Fernseher haben. So. Ach so, auch noch großes Projekt war auch noch die Wärmeluftpumpe. Die Rohre und Kabel verlaufen nämlich in der Wand nach unten und draußen steht dann die Außeneinheit, die habt ihr ja schon gesehen. Und das musste ich verlegen, bevor ich die Rigipsplatten verlegt habe. Das war sehr, sehr kompliziert. Ich habe da einen fetten Kabelkanal runter verlegt an einem Balken, dann die Kupferrohre runter verlegt, das Stromkabel runter verlegt, das Stromkabel, was generell die Pumpe mit Strom versorgt, die quasi vom Stromkasten auskommt, habe ich dann hier verlegt, hier geht es runter, dann hier und dann geht sie da nach draußen zur Außeneinheit. Und dann musste ich das alles hinter der Dampfbremse machen. Und oh Leute, das war auf jeden Fall ein Riesenakt, diese Wärmeluftpumpe zu installieren. Aber sie ist halt super wichtig und sie funktioniert sehr, sehr gut.
So, damit ihr jetzt erstmal einen kleinen Überblick habt, hier kommt man quasi rein. Hier ist jetzt unser Flur. Das war ja früher hier alles noch Außenterrasse und diese Tür stand eigentlich mal hier und hier ging es raus. Aber weil wir einen Flur wollten und nicht direkt ins Wohnzimmer reinstolpern wollten, habe ich ja hier, das wisst ihr, das habe ich ja schon gezeigt, hier habe ich eine Wand hochgezogen und aus dem Außenbereich quasi einen Innenflur gebaut. So, also man kommt dann hier quasi rein, die Tür haben wir schwarz gestrichen, die war mal rot. Dann kommt man hier rein und hier ist jetzt erstmal das Zimmer von meinem Sohn. Halb fertig, noch nicht ganz fertig. Das hatten wir vor einem halben Jahr ungefähr halb fertig gemacht und seitdem ist das erstmal auf Eis, weil er jetzt so hier erstmal ganz gut drin leben kann. Und Problem ist, wir haben jetzt zum Beispiel noch keinen Boden verlegt, weil er zwischenzeitlich trocken geworden ist, aber auch halt auf sein Töpfchen geht. Aber ja, da geht auch öfter mal was daneben und so weiter. Und wenn das denn, keine Ahnung, zu lange auf dem Laminat ist, dann ist das halt scheiße. Deswegen aktuell ist das hier noch zu sehr riskant, hier jetzt schon guten Boden zu verlegen, als dass der wahrscheinlich kaputt gehen wird, weil mein Sohn jetzt aktuell noch ein bisschen zu unvorsichtig ist, zu grobmotorisch. Ja, ansonsten, er hat jetzt hier aktuell noch so zwei Mini-Fenster drin. Das waren ja mal zwei Räume. Ihr seht ja hier war ja mal eine Wand. Hier ging mal eine Wand hoch und dann waren das zwei Räume. Die Wand habe ich ja damals als erstes weggerissen, damit wir hier einen großen Raum haben. Wir haben ja lange Zeit hier drin auch geschlafen. Und ja, deswegen hat er hier so zwei kleine Fenster, an der Seite gar keins, das ist scheiße. Wir sind jetzt am Überlegen, ob wir dieses Fenster rausreißen und dann ein großes Fenster kaufen, was kurz bis unter den Boden geht, ungefähr so groß. Und eventuell dieses Fenster auch rausreißen und hier eins nehmen, was auch genauso groß ist, nur halt, also genauso lang, nur halb so breit. Dass wir hier erstmal zwei große Fenster reinmachen, dass er auch in den Wald quasi gucken kann. Ja, ansonsten hat er hier auch sechs normale Deckenstrahler. Hier haben wir auch wieder diese Touch-Bedienung. Allerdings hat er auch einen Dimmer. Das heißt, er kann hier per Touch auch das Licht runterdimmen. Und ich zeige euch das mal so. Zack. Und halt auch hochdimmen. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz cool hier, finde ich. Zack. Macht ihm auch Spaß, das Touch zu bedienen. Wir hatten ihm auch schon ein Bett gekauft mit Bettkasten und einen Heizkörper hat er drin. Aber ansonsten ist alles noch alt. Der Laufstall ist noch aus seinem alten Zimmer. Die Schränke sind noch aus seinem alten Zimmer. Das ist alles noch provisorisch. Meine Frau hatte alle Wände hier tapeziert. Das war hier sein Adventskalender. Der hängt auch noch. Aber lassen wir wahrscheinlich eh hängen. Kann man für irgendwas anderes nutzen. Meine Frau hatte die Wände tapeziert, da hatte sie noch so einen Bären gemalt und hier so zwei Bäume und so. Und ja, finde ich auf jeden Fall ganz nice. Aber wie gesagt, der Raum ist noch nicht gefinisht. Die Stuckleisten müssen noch gestrichen werden. Da sind noch ein paar offene Fugen, da muss noch Acryl rein. Und ja, dann muss noch Boden verlegt werden. Und dann müssen halt noch normale Möbel rein. Also er bekommt ja einen Schrank und einen Tisch und all sowas. Das heißt so, das Zimmer von meinem Sohn ist jetzt erstmal so halb fertig. Er hat auf jeden Fall auch die gleiche Tür, die haben wir überall im Haus genommen mit schwarzen Türklinken. Und dann geht's hier auf jeden Fall raus in den Flur. Hier habe ich ein Fenster eingebaut, das kam mit der gleichen Lieferung mit den drei großen Fenstern halt vom Schlafzimmer. Die Schlafzimmerfenster sind ja feste Türen, das ist auf jeden Fall ein Fenster, was man hier aufmachen kann. Zack, kann man hier rausgucken, hat einen schönen Blick in den Wald. Kann man auch auf Kipp machen, ja. Habe ich halt auch logischerweise, so wie alles am Haus, alleine selber gemacht, selber eingebaut. Musste also die Wand hier quasi ein Quadrat reinflexen, Balken setzen, Fenster reinsetzen, Quellband nehmen, ausschäumen und alles abdichten und so weiter. Und von außen natürlich auch ein Abtropfblech installieren und so weiter. Dann habe ich von innen noch so wie so eine Holzverzierung gemacht und darunter ist direkt unser Schuhschrank, den wir uns dann auch vor kurzem geholt haben. Habe da schon mal provisorisch Laminatscheiben drunter gelegt, damit der in der richtigen Höhe dann auch schon ist. Und hier halt auch alles normal mit Stuckleisten. Hier haben wir wieder den Touchschalter. Zwei Steckdosen haben wir. Die Steckdose habe ich erst vor ein paar Tagen installiert. Da hing eigentlich noch ein Stromkabel raus. Aber ja, jetzt können wir hier auf jeden Fall noch eine Lampe raufstellen. Steckdose haben wir. Und zuletzt hatte ich jetzt hier noch den Spiegel aufgehangen. Hier ist unsere Garderobe.
Und ja, wie gesagt, Boden ist halt immer noch eine USB-Platte, weil ich erst das Wohnzimmer fertig bekomme, also die fertig gestrichen und geschliffen und gespachtelt, und dann wird der Boden übergangslos vom Wohnzimmer in den Flur verlegt. Da ist natürlich ein Übergang, und dann wird auch das von meinem Sohn das Zimmer verlegt. So, dann kommen wir jetzt hier auf jeden Fall in das Wohnzimmer mit offener Decke und schon weiß gestrichenen Balken. Oh, ich höre sogar das Halt hier gerade so ein bisschen. Ja, hier wart ihr jetzt, glaube ich, schon lange nicht mehr. Ich habe lange nichts drin aufgenommen. Hier haben wir eine vorstehende Wand schwarz gestrichen. Hier haben wir einen Doppeltouch-Schalter. Einmal für die Pendelleuchten habe ich hier nämlich einen Balken gesetzt und darüber die Elektronik gemacht. Und dann habe ich auch noch eine Hintergrundbeleuchtung gemacht. Das heißt, hinter der vorstehenden Wand auf beiden Seiten habe ich LED-Strips installiert. Und damit man die nicht immer per Fernbedienung oder Handy bedienen muss, habe ich die halt direkt hier mit einem Touch-Schalter versehen. Da unten ist noch eine Steckdose, auch mit USB und so weiter. Allerdings wird die da nochmal entfernt. Da habe ich eine Revisionsklappe, weil dahinter sind auch zwei Steckdosen, und zwar die für die beiden LED-Stripes, falls man da mal irgendwie ran muss. Hier hatte ich einen Durchbruch durch die Wand nach außen gebohrt und auch eine passive Belüftung installiert. Die hatte nämlich das Wohnzimmer noch gar nicht. Mir ist das aber wichtig, dass hier kontinuierlich ein Luftaustausch stattfindet, um so Schimmel und hohe Luftfeuchtigkeit und sowas präventiv zu verhindern. Ja, und ich denke, das größte Projekt hier in dem Wohnzimmer war tatsächlich die niedrig hängende Decke, die wir rausgerissen haben. Ihr seht sie ja noch hier. Auf der Höhe hier, ja, ich würde sagen, ungefähr auf dieser Höhe war hier eine Decke. Also genau unter diesen Balken hat eine Decke gehangen, ungefähr, würde ich schätzen, 2,10 Meter Höhe. Also wir hatten eine Deckenhöhe von 2,10 Meter, kann man sagen. Sieht man auch noch in älteren Videos, das war halt wirklich wie ein Bunker. Das sah denn hier ungefähr, wenn man will, so hier aus. So war dann die Decke, zack, Decke rausgerissen und die Wände nach oben versetzt. Wir haben auch zwei Balken rausgenommen. 1, 2, 3 Balken sind hier noch. Allerdings war hier noch ein Balken und da hinten war noch ein Balken. Die haben wir aber rausgerissen, weil das sonst zu viele waren. Und es ist wirklich ungelogen super kompliziert gewesen, um diese Balken herum Rigipsplatten zu verlegen und auch zu spachteln. Das ist ja auch noch nicht fertig. Das ist ja gerade nur provisorisch der erste Spachtelgang drauf. Sieht auch katastrophal aus, weil ich überall gar nicht mit der Kelle rankomme. Das war, an sich wäre es das Klügste gewesen, alle Balken rauszunehmen. Dann hätte man die Rigipsplatten nämlich einfach nebeneinander verlegen können. Aber so wurde das ein riesen Flickwerk. Sehr, sehr, sehr anstrengend. Ansonsten, hier ist natürlich nach wie vor unser Kamin. Da hat sich jetzt nichts verändert. Der wurde schwarz gestrichen von innen und das haben wir nochmal weiß neu gestrichen. Dort geht es ins Badezimmer. Hier ist unsere Wärmeluftpumpe. Ja, ich glaube, das hatte ich gar nicht thematisiert in einem der Videos, aber unsere Wärmeluftpumpe, die wir davor hatten, ist mitten im Winter bei minus 10 Grad kaputt gegangen. Und der Hersteller bzw. der Händler, der wollte uns keine Ersatzteile liefern, sondern wollte das gesamte Gerät wieder zurückhaben. Das heißt, ich musste die ganze Wand aufreißen, die Inneneinheit und die Außeneinheit wieder abbauen und dann eine neue Inneneinheit und eine neue Einheit installieren. Und dafür musste ich die komplette Wand aufreißen, von hier bis zu dem Fenster, was da mal war, weil da geht das Kabel dann quasi raus. Das habe ich jetzt erstmal wieder zugespachtelt und das muss jetzt geschliffen werden und dann tapezieren wir das über. Auf jeden Fall, die funktioniert jetzt wieder sehr, sehr gut. Da wird aber, denke ich mal, auch irgendwann nochmal ein eigenes Video zukommen zum Thema Wärmeluftpumpen, weil da habe ich wirklich eine sehr, sehr schlechte Erfahrung gemacht. Das war sehr, sehr anstrengend, mitten im Dezember, dass einfach unsere Hauptheizquelle wegfällt. Ansonsten, ja, Küche wird noch ein bisschen dauern. Das ist jetzt erstmal unsere komplett provisorische, zusammengewürfelte Küche. Teilweise von den Vorbesitzern, teilweise alles einfach auf eine USB-Platte gestellt. Hier war jetzt auch vor einem Monat ein sehr großes Projekt, denn der Kühlschrank stand eigentlich mal da, der Ofen stand da und die Spüle stand da. So wie es ja aber jetzt steht, soll auch, wenn wir später unsere neue Küche kaufen, soll dann auch alles so ungefähr stehen. Also da der Ofen, Dunstabzugshaube, Spüle,
und so weiter. Und dort halt, der Kühlschrank wird dann wahrscheinlich ein bisschen nach links gerückt sein. Dafür musste ich allerdings, dort im Boden war der Abfluss und hier sind die Wasserleitungen aus der Wand gekommen. Das heißt, ich musste diesen Abfluss abbauen, mich unters Haus legen, alle Abflussrohre entfernen, dann eine neue Kreuzung einbauen, also wie so ein T-Stück. Und dann musste ich den Abfluss 1,50 Meter nach links verlegen, dann ein neues Loch durch den Boden bohren und dann neue Abflussrohre nach oben verlegen, dass die Spüle dort installiert werden kann. Dann musste ich einen neuen Durchbruch durch die Wand nach außen machen und ein Rohr nach oben verlegen für die Abluft. Und ich musste die Wasserleitungen, die dort aus der Wand gekommen sind, um 1,50 Meter nach dort verlegen. Klingt sehr kompliziert, aber ging tatsächlich relativ schnell. Und so wurde unsere komplette Spüle um 1,50 Meter nach links versetzt. Dann habe ich gleichzeitig, wurde ja auch unser Ofen von dort nach dort versetzt. Das heißt, der Starkstrom war nach da verlegt. Damals, wer die ersten Videos noch kennt, habe ich das hier im Boden, also ursprünglich stand ja mal der Ofen hier und hier war eine Wand. Und hier kam der Starkstrom aus dem Boden. Und deswegen musste ich den von hier im Boden nach dort verlegen und dort stand der Ofen. So, jetzt steht der Ofen aber da. Das heißt, ich habe vom Stromkasten aus direkt hoch in den Dachstuhl ein neues fünfadriges Kabel, 2,5 Quadratmillimeter, oben im Dachstuhl verlegt. Das kommt jetzt hier in der Zwischenwand runter bis nach da unten und jetzt ist der Ofen mit einem nagelneuen Starkstromkabel halt installiert. Die Vorbesitzer, die haben ja alles mit Adern in Leerrohren verlegt und mit flexiblen Kabeln, nicht mit starrem Draht, also sowieso alles gar nicht nach Norm. Und hier habe ich jetzt ein richtig, richtig fettes, fünfadriges, festes Kabel, 2,5 Quadratmillimeter genommen, sodass das jetzt auch alles safe ist. Funktioniert jetzt seit einem Monat problemlos. Küche, wie gesagt, ist gerade alles hier noch scheiße, hässlich, katastrophal. Aber ja, sobald wir mit dem Wohnzimmer durch sind, wird dann auch, wir sparen jetzt nebenbei schon für die Küche, weil meine Frau hat eine sehr, sehr teure Küche geplant. Und da müssen wir nochmal sehr, sehr tief in die Tasche für greifen. Also wirklich im fünfstelligen Bereich wird die Küche am Ende kosten. Fenster wird hier auch rauskommen, denn wir wollen ein Fenster, was ein bisschen größer ist und halt auch wieder mit dreifach verglast und so weiter. Das sind ja alles so alte Holzfenster, das ist ja alles scheiße. Zweifach verglast und hier überhaupt nicht einbruchsicher. Das Ding kannst du raushebeln von außen innerhalb von 5 Sekunden. Das heißt, das Fenster wird nochmal rausgenommen, hier kommt ein neues Fenster rein. Und dort war ja auch mal ein Fenster drin. Und dieses Fenster sollte komplett weg. Das heißt, ich habe das, glaube ich, sogar im tiefsten Winter habe ich dieses Fenster rausgekloppt und die Wand zugemacht von außen und innen. Jetzt gerade noch halt noch nicht verputzt und verspachtelt und noch nicht tapeziert. Deswegen sieht es jetzt gerade noch scheiße aus, aber dort war auf jeden Fall mal ein Fenster. Das haben wir rausgenommen. So. Ansonsten wird jetzt als nächstes die Decke geschliffen, nochmal gespachtelt, nochmal geschliffen und gestrichen. So alle größeren Fugen und größeren Hohlräume habe ich jetzt schon entweder mit Acryl oder mit Bauschaum ausgesprüht. Den muss ich halt auch nochmal abschneiden, damit der bündig endet. Und dann wird die Decke gestrichen. Ich hoffe jetzt im Laufe der kommenden Woche. Wir haben heute Sonntag. Und sobald die Decke fertig gestrichen ist und auch diese Wand hier fertig tapeziert ist, können wir endlich Laminat verlegen. Und der Laminat wird von der Ecke bis da hinten in den Flur verlegt. Da graust es mir jetzt schon vor, weil ich dann halt wieder diese ganzen Geräte hier entfernen muss quasi, damit ich das Laminat darunter verlegen kann. Das wird nochmal sehr, sehr anstrengend, aber gut. Wir sind auf jeden Fall auf der Zielgeraden, kann man sagen. Ja. Ansonsten, ach so, das ist vielleicht auch noch ganz spannend. Hier gucken zwei Stromkabel aus der Decke. Die Stromkabel habe ich in den Balken verlegt. Den Balken habe ich aufgefräst und wieder zugemacht und die Stromkabel da drin verlegt. Und die gehen dann hinter der Decke hoch zum Stromkasten. Also zumindest das eine hier. Das wird nämlich dann für unseren Fernseher, hier wird eine
freistehende Wand runtergezogen, wo dann unser Fernseher dran hängt. Dort kommt das Sofa hin, Fernseher, freistehende Wand. Und dieses Kabel hier, das führt dahin. Das habe ich nämlich in der Decke rüber verlegt, auch in diesem aufgefrästen Balken runter verlegt, dorthin. Denn hier soll später mal unser Esstisch stehen. Und über dem Esstisch möchte meine Frau eine Pendelleuchte haben. Und deswegen ist jetzt von dort ein Kabel verlegt, dass hier eine Pendelleuchte über dem Tisch hängt. Und dieses Kabel ist dann hier in dieser freistehenden Wand und dort wird dann halt der Lichtschalter sein. Deswegen ist dieses Kabel dort. Das hier quasi, zack, hier ist der Lichtschalter und dann hängt hier eine Pendelleuchte runter für den Tisch. So, ich glaube, das war es jetzt erstmal soweit. Ist wahrscheinlich ein super langes Video, weil wie gesagt, von innen gab es ja wirklich jetzt bestimmt ein Jahr oder so kein Update mehr. Und von außen gab es halt über ein halbes Jahr kein Update. Deswegen ein relativ langes Video. Jetzt habt ihr alles mal gesehen. Wir sind halt sehr, sehr weit gekommen. Ich habe super viel geschafft. Bin auch wirklich stolz darauf, dass das alles so funktioniert. Strom funktioniert, Wasser funktioniert, Dach ist gedeckt, alles ist dicht, die Wände funktionieren, alles ist gut gedämmt. Deswegen, ja, sieht alles noch scheiße aus, auf Deutsch gesagt, weil wir sind halt noch auf einer Baustelle und die Schönheitsarbeiten sind halt alle noch nicht gemacht, weil die ja zum Schluss kommen. Aber ich sag mal so, das Grobe ist halt alles schon fertig. Und, ja. Jetzt seid ihr auf jeden Fall auch wieder auf dem neuesten Stand. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ain't got no patience, don't hit me up. Ain't got no keys to the whip anymore.